Yo Leute, zurück bei Red Faction Armageddon und eigentlich wollte ich jetzt Diablo 3 aufnehmen, aber es war so, dass ja jetzt hier so eine recht actionreiche Stelle war, würde ich ja mal meinen. So Hammer. Ich jag jetzt natürlich erstmal hier alles in die Luft und feier das hier. Bam. Eigentlich wollte ich ja Diablo aufnehmen. Ich habe mir aber gedacht, komm, so mittendrin aufhören ist auch scheiße. Also bin ich einfach hin und hab mir gedacht, du machst einfach noch ein Part. Ich bin tatsächlich erst bei Part 16. Ich muss sagen, ich habe mich ja da total verschätzt. Also ich habe wirklich gedacht, ich wäre viel, viel weiter, was die Parts angeht. Aber naja, doch nicht. Was ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht finde, weil, Moment, hier war doch... Geht doch weg. Es war ja so, dass ich, also bei mir ist es so, ich gucke vorher immer, wie lange brauchen andere ungefähr für ein Let's Play, beziehungsweise jetzt gerade halt dann für die Spiele, die ich spielen möchte. Oh, wieder so einer. Und da war es so, da waren welche, die haben glaube ich irgendwie knapp 20, nicht knapp 20, so 28 Videos oder so, also wirklich gar nicht viel. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Also wirklich nicht viele Videos gebraucht, um, oder was heißt gebraucht, nicht so wirklich viele Videos gemacht, was dann letzten Endes ja auch dafür spricht, dass das Let's Play nicht so krass lang ist. Und ich muss sagen, ich habe deswegen auch dieses Spiel ausgewählt als nächstes Let's Play, weil es halt bei den meisten Let's Plays nicht gerade lang war. Habe ich mir halt gedacht, weißt du, komm, knüppelst du mal raus. Und bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht. Aber ich habe halt echt gedacht, ich wäre schon, was die Parts angeht, viel, viel weiter. Heißt locker so Part 18, 19. Aber es war tatsächlich nicht der Fall. Sogar gar nicht, eher gesagt. Ich bin natürlich jetzt schon Part 17 müsste das jetzt sein. Aber ich habe halt schon so gefühlt gedacht, ich wäre weiter. Sorry, aber das muss ja sein, ne? Oh, geht das? Oh mein Gott. Warum bricht das nicht runter? Ah. Voll episch. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Mein Gott. Geht das kaputt? Ja, tatsächlich. Oh, jetzt muss ich aber mal was machen hier. Ah, das geht nicht. Doch, das geht. Richtig episch. Einfach geil. Das geht nicht. Na, habe ich mir gedacht. Ich renne mal lieber zurück, weil wir sollten ja auch wieder hier hin. Zurück zur Red Faction. Okay. Ab geht der Peter. Da ist jetzt auch wieder der Mac. Moment, bevor ich das mache. Ganz wichtig. Nochmal gucken, ob wir nicht hier was haben. Das zum Beispiel würde ich mir sehr gerne zulegen. Genauso wie das hier. Und ganz klar natürlich... Nein, Quatsch, gib mir die Waffe. Ganz klar natürlich erstmal wieder die Waffen tauschen. Heißt, Nano-Gewehr... Hm.
Das ist natürlich praktisch, wenn das viel gegen organischen Schaden macht, also gegen die Aliens Schaden macht, aber halt nicht gegen Materialien. Aber ich denke, das werde ich nicht mitnehmen. Ja, das sollte eigentlich okay sein, da wir ja jetzt eh erstmal den Anzug hier haben. Habt ihr das gerade gesehen? Da oben ist ein Meteorit eingeschlagen. Richtig geil. Dass die mir immer wieder die Steuerung zeigen, ist auch irgendwie dumm. Wohin muss ich denn? Die Red Faction verteidigen. Ach so. Mehr nicht. Ach, hier. Hör mal, Freund. Und tschüss. Was ist denn da los? Oh, da sehe ich was. Das irgendwie cooler aussah, als es letzten Endes war. Na komm. Hä? Da ist noch einer. War da nicht auch gerade einer? Das ist ja assi. Ich wollte eigentlich auf das Nest von den Dingern schießen. Ich bin alles, was du hast. Eh, um mit Winters zu sprechen. This changes things, Mason. So I'm starting to see a pattern here. Pattern? The terraformer goes down, the damn bugs break loose. Both times, you are on site. With all due respect, Colonel, you're an idiot. Damn, Mason, you punched out my CO. Now what am I gonna do with you? Well, you can't court-martial me. No, but I sure as hell can thank you. That mean you're gonna help me find him? Sorry, Darius. Orders are to meet up with the Marauders and give them support. Besides, we don't have any idea where hell is. You'll need a walker to get through that shit. Looks like you're stuck with us. Don't worry. We'll make this right. Now help me drag the Colonel back to camp. With any luck, he broke his jaw, and they'll have to wire his mouth shut. You want to see me, Frank? Yeah, one damn thing after another. The cultists have put up a network shroud. We get nothing but hash from our signal taps. It's gonna make it kind of tough to track their movements. What are these red dots? We figure they're relay stations to set the shroud perimeter. So if we knock those out, we break the shroud. Right. But I can't order you to do that. Well then, I guess I volunteer. Watch your ass out there. Shit, in this storm? Can't even see my ass. Okay, wir sind wieder im Spiel und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich gut. Ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich so. Also ich finde auch, die Story ist eigentlich recht geil. Ne, was? Ah, benutzen. Also ich muss wirklich sagen, bis jetzt finde ich wirklich, also dieses ganze, ja, wie soll ich sagen, dieses Komplott-Ding und alles hier, dass dieser Hale uns so verarscht hat und so, ich finde, das ist schon recht cool. Was mich ein bisschen nervt ist, was jetzt mal ein bisschen anders ist, was ich auch sehr schätze, die ganze Zeit diese Kack-Aliens haben schon sehr gestört, da bin ich recht dankbar dafür, dass es jetzt mal hier so andere Gegner gibt, die vielleicht auch recht leicht zu besiegen sind, aber sind halt einfach mal andere Gegner. Frank, first station is down. Yeah, I see that. The section of the shroud just dropped off our maps. Alter, warum glaube ich, dass wir das Ding da noch kaputt machen müssen? Was?
war das? Eine Waffe? Ein Sniper. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Für das Nano-Gewehr. Oh, wie geil. Wir können damit durch die Wand ballern. Voll das Wallhack-Gewehr. Ist ja Hammer. Hier sind keine Gegner. Doch, da. Oh, der hat sogar ein Nano-Gewehr. Hier war doch noch einer, oder? Da wurde mir doch gerade noch einer angezeigt. Naja, wir kriegen auf jeden Fall wieder Money. What the fuck? Scheiße. Scheiße. Wie soll ich da denn durchkommen, wenn sowas vor mir auftaucht? Geh weg. Das ist natürlich jetzt schon eine Nummer für sich, würde ich mal behaupten. Welche Raketenwerfer-Fuzis. Warum hat denn der das jetzt nicht gesammelt? Geht doch. Headshot. Bitch. Oh. Immer ruhig bleiben. Headshot. Headshot. Ey, dieses Gewehr ist richtig nice. Erinnert mich so ein bisschen an irgendeine Waffe von Singularity. Wer das Spiel vielleicht kennt. Oh, 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 oh. Shit. Wer das Spiel vielleicht kennt, das wird auch nochmal auf meinem Kanal Let's Played. Also ich habe das schon mal Let's Played, aber irgendwie habe ich das gelöscht. Ich glaube, das war zu schlechte Tonqualität. Und ja, weiß ich doch, dass ich das machen kann. Was mache ich denn schon das ganze Spiel über? Ist ja voll dumm. Naja. Hier ist noch Money, die nehmen wir mit. Hier ist unser Ziel. Da könnten wir ja theoretisch ganz drastisch vorgehen. Das einfach darunter katapultieren. Irgendwie feiere ich die Waffe gerade richtig. Ah, mit der kann man aber nicht. Der kann man nicht ranzoomen. Oh shit, ich bin tot. Was war das hier? Ah, Waffen, okay. Ich werde mal Schutzschild aufbauen. Dann können wir wenigstens mal einen Moment verschnaufen. Gott. Schild, wie er nicht trifft. Weg. Weg. Shit, ey. Also, manchmal denke ich mir auch, was sind denn das für Waffen? Muss ich lang? Okay, einfach. Einfach dem Felsen hier folgen. Entschuldigung. Aber manchmal, da muss ich mich räuspern. Tschüss. Nein. Eins noch. Nein! Scheiße. Oh Gott, zum Glück, ey. Wäre ich da jetzt runtergefallen, das wäre echt pures Pech gewesen. Ich will das jetzt noch in dem Part hier machen. Hier liegt noch eine Waffe. Ah, Raketenwerfer. Brauche ich ja nur echt nicht.
Da haben wir noch Geld. Geld regiert die Welt, leider. Und nun mal auch hier. Deswegen sammeln wir das hier auch ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo war denn das nächste? Ach, da vorne ums Eck. Machen wir das auch noch klar. Nutze Barschrott. Ja, weiß ich doch. Alter, die geben mir hier Tipps. Die habe ich doch schon. Also, wenn ich die noch nicht beherzigt hätte, dann wäre ja wohl das Spiel bis jetzt ziemlich unnötig schwer gewesen, oder? Ich sammle noch kurz hier den Barschrott ein. Und den da. Nein, der ist runtergefallen. Schade. Wie viel haben wir denn insgesamt? Hä? Ach so. Okay. Ah, 1300. Wir könnten also Kopfschüsse verbessern. Machen wir auch direkt. Und ich mache dann noch einen Cut. War zwar nichts mehr mit dem jetzt in diesem Part, aber was soll's. Ich melde mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.